Wir haben hier Cyber Forest, ZVP, wir haben den Söckchenrot von Chivo SC. Es ist Sue. Und der spielt gegen den Protoss hier in Blau von Ocean Gaming. Es ist Zest. So, und wir sehen Zest mit Gateway Gas Opener, also Gateway Expansion von seiner Seite. Bei Sue sehen wir Hedge First und dann das Gas und der Pool. Also ganz normal gedacht das Opening für den Zerg. Keine allzu großen Überraschungen erwarten uns hier. Hätte ich auch bisher nicht gedacht. Zest ist auch nicht so unbedingt der Typ, der Cannon Rusht. Kann man gegen Zerg machen. Ist auch gegen Zerg möglich. Gerade wenn der Zerg mit Hedge First unterwegs ist und keinen guten Scout über seine Hedge Tree hat. Also gerade jetzt bei sowas. Weil hier würde Sue nicht mitkriegen, dass da plötzlich ein Pilot neben seiner Hedge Tree steht. Da könnte man einen Cannon Rush durchbringen. Das wäre drin. Aber ja, Zest hier mit dem Gateway, da hat er überhaupt nicht die Option. Setzt den Core mit dahinter. Und ich denke, wir werden dann natürlich einen Adept sehen. Und ja, PVZ lebt natürlich immer noch sehr viel vom Stargate-Opener für den Protoss. Weil das Stargate einfach so eine gute Rundumwaffe ist mit Scouten und Damage machen, Harassen und auch Map-Control behalten. Hier gibt es noch weiter Probe Harassment. Die versucht dafür zu sorgen, dass die Drones von Sue vom Mineralienfeld wegfahren. Aber Sue microt immer schon gegen, wie man sieht. Er klebt seine Drones wieder ran an das Feld und hat keinen Bock da irgendwie gerade... Ja, Mineralien zu fehlen und jetzt lässt die Probe davon auch ab, hat 5 Mineralien gesammelt und fährt jetzt weg und wird jetzt auch dann die Heimreise antreten, weil jetzt kommen dann bald Linge und dann wird die Probe ein bisschen gefährlich. Vor normalen Dingen kann die Probe noch wegfahren, wenn da mal Speed Upgrade kommt, wird es gefährlicher. Interessanterweise, Sue sammelt erstmal noch weiter Gas, er ist schon über 100 und hat nicht direkt Speed angedrückt, das kommt nicht ein bisschen später, er wollte zuerst noch mit den Queens und den Overlords alles regeln. Und wenn das dann jetzt erst auch seine zweite Basis. Und es gibt kein Stargate, es gibt die Robo als Opener. Könnte natürlich auch ein schneller Push werden von Zest. Mit der Robo kann man einfach direkt einen Immortal, Warp Prism und dann weitere Gateways bauen. Und damit kann man den Zeug dann auch früh angreifen. Allerdings, Sue hat zwei Overlords in der Gegend und die kann man jetzt auch nur schwer snipen als Protoss. Das ist natürlich auch ein Vorteil des Stargate Openers, dass man eben schnell die Overlords los wird. Und wir sehen ein Warp Prism First tatsächlich hier von Zest. Das gibt natürlich hier die Highground Vision, um diesen Overlord loszuwerden. Und der Overlord hier hinten tanzt bei den Evox. Oh Mann. Mann, ja, voll Party hier. So, nächster Overlord steht noch hier. Der hat sich zurückgezogen, hat keinen Kick gemacht. Es gibt direkt Roaches von Sue. 7 Stück, 25 Drones. Er pumpt hier selber den Attack. Wenn das hier wird der Overlord angegangen, das ist auch gerade mega wichtig für Zest, weil mit der Roach-Belagerung, mit potenziellen Revengern auf dem Feld, natürlich wären die Overlords mega wichtig hier für Sue, aber er wird diesen hier verlieren. Das heißt, High Ground Vision wird schwieriger, Corrosive Bites werden schwieriger und das Warp Prism wird hier den Zerg... Oh nein, die Linge, ein Hauch der Linge wurde gerade erkannt, aber das Warp Prism fliegt momentan an den Roaches vorbei. Das heißt, Sue kommt jetzt mit ihm mit dem Attack rüber, mit den ganzen Roaches. Und die Linge werden das in knapp und schon an der Wall. Der Depp versucht das zu safen. Kann er nach hinten shaden? Er ist ziemlich low. Er saved sich. Damit lebt er noch ein bisschen länger. Roaches sind da. Observer sieht das hier alles. Also jetzt weiß er es Bescheid. Jetzt dreht er auch und denkt sich, oh oh. Das sieht nicht gut aus. Warp Prism ist unterwegs auf dem Rückweg. Hat die ganzen Einheiten quasi geladen. Trotzdem, der Zerg will hier durchbrechen. Da kommt immer Assembly für den Boss. Die Linge kommt durch. Die Roaches waren nochmal weggeblockt. Und Zest gerade mit der Notfallverteidigung. Da ist ein Ravager mit dabei, um das Force zu canceln. Jetzt kommt der Recall auf das Warp Prism. Das kommt dann sehr, sehr spät. Das hätte Zest dann direkt machen müssen, weil Sentries, okay, werden nochmal gesaved. Dank dem Warp Prism, es kommt ein Immortal. Immortal gegen die Roaches wäre die wichtigste Waffe. Corrosive Biles, ja, wurde genutzt. Force Field hält jetzt erstmal die Zerg-Einheit nochmal weg. Roaches sind hier weiter am Attacken. Props werden reingezogen. Zest hat natürlich viel mehr Worker. Das heißt, er kann es sich leisten, ein paar Worker aufzugeben. Aber er muss trotzdem hier das Ding irgendwie defenden. Sentries werden low. Schildbatterie gibt nochmal alles. Immortal ballert hier eine Roach nach dem anderen aus dem Leben. Jetzt versucht den Immortal zu snipen. Aber der lebt gut, der fokust gut und der haut die Zerg-Einheiten nach und nach auseinander. Muss aber noch ein bisschen mehr die Roaches fokussen hier, um die schneller tot zu kriegen. Ein paar Dinge kommen nach. Aber es sieht hier ziemlich gut aus gerade für Zest. Er sollte das halten. Er hat gleich viele Worker gerade wieder Zerg. Da kommt nämlich gleich nochmal ein Immortal mit dem Warp Prism und 2 Immortals. Sollte das eigentlich halten für den Protoss? Er müsste nur noch seine Wall dicht kriegen. Das wäre wichtig. Ansonsten strömt hier mehr und mehr Zerg rein. Und der Zerg geht jetzt einfach in die Mainbase, will da noch ein bisschen mehr killen. Da geht es jetzt auf den Ravager. Der ist down. Und die Dinge waren jetzt dann auch gekehrt. Also das, die Welle wird abgeräumt. Der Immortal bleibt auch am Leben. Das Warp Prism ist noch mit dabei. Das heißt, auch die Reinforcements haben es nicht mehr leicht. Und das sollte die Defense sein hier für Zest.
Er wird nochmal der Surround angesetzt, aber trotzdem, Warp Prism Safe kann halt ständig genutzt werden. Somit sollte der Protoss eigentlich kaum Einheiten führen. Vielleicht dieser letzte, aber die Mortals sollten hier auf jeden Fall immer am Leben bleiben. Trotzdem, die Wall, macht doch die Wall zu Zest. Wenn Eska die ganze Zeit die Wall auf den Einzelnen würde, da schon mega helfen gegen das Link Reinforcement, das ständig reinkommt. Somit gibt es noch ein paar tote Probes. Wenn das ein Su drückt, einfach auch nach. Er baut gerade noch weiter ein paar Linge. Okay, jetzt hat er abgebrochen. Jetzt schwenkt er hier um auf die Drones. Versucht er wieder Worker zu bauen. Währenddessen hat natürlich jetzt der Protoss doppelte Mortal und einen Warp Prism und kann damit sofort einen Drop starten. Das macht Zest aus. Er begibt sich auf die Reise. Hier sind mal ein paar Länge, aber die sollten hier nicht mehr reinkommen. Das sind viele Salads. Oh, die werden aber surrounded. Und die Lücke ist offen. Aber wird nochmal gesaved gerade von der Salads. Es sind nicht so viele Dinge drin. Und die Salads defenden gegen den restlichen Zerglinge. Also zwei Dinge hier kommen nochmal in die Main, können nochmal ausgauten. Aber da ist eine Chance und die hilft. Und die Sandwich kann sogar diesen Fight hier gewinnen. Ah, ja, Linge bleiben erstmal noch am Leben, währenddessen jetzt hier eben das Problem des Immortal Drops, der sehr, sehr schwer zu catchen ist für Roaches und Linge. Die Immortals machen auch gut Damage, wenn man eben ein bisschen auf die Einheiten fokussiert, kann man auch easy eine Drone oder zwei snipen oder eben auch die Linge belagern. Also Zest muss sich nur dran halten, da kann man diesen Immortals eigentlich konstant Damage machen. Es sind nicht so viele Queens draußen, da kommt eben gerade die dritte. Das heißt, das Warp ist hat momentan gute Überlebenschancen, aber da kommt auch der Rest zum Protoss. Zest hat selber die Schnauze voll, pusht alles nach vorne, keine weiteren Props wurden gebaut, sondern er versucht jetzt hier mit diesen Sentries, den Immortals und den Zealots selber den Go zu machen. Der Overlord wird es hier noch erwischen, das wird Supply Block sein für Su, aber da kommen gerade 6 Overlords nach. Das heißt, jetzt hat er massiv Supply frei, die Dinge gehen hier nochmal rein in die Mainbase, aber wurden jetzt geklärt von den Props, 2 Props sind gefallen, 20 zu 37 Worker, aber eben Immortals und viele Zealots. Ein Zealot wird hier schon mal gecatcht, Forcefeeds gegen die Zerg Army hier, aber Crossfit File macht die Forces wieder auf. Es sind 4 Riot am Start, die Protoss Army wollte die dritte Basis haben, die hat auch schon sehr viele Points verloren. Und Zest steht hier einfach, steht und sniped diese Basis tot, Stück für Stück, das kommt nochmal zum Zeus, aber das reicht nicht, die Hatch ist hier kurz vorm Punkt, die Dinge gehen sie nochmal ran für das Engagement, von uns auf Weiß wird geworfen, aber auch die Force will es nicht auf die Einheiten, passen wir, es gehen jetzt doch down, die Dinge knabbern die Sentries tot, die Zealots versuchen da irgendwie noch was zu halten, jetzt werden die Downs mit reingezogen, neue Force will kommen, die Mortals ballen nochmal, aber das Warp Prism wird von den Corrosive Bites getroffen, geht damit down, somit spielt Zests gesamte Army auseinander, das hätte funktioniert, hätte nicht sein Warp Prism verloren. Der Warp Prism Verlust war gerade so spielentscheidend. Als Zest hätte er einfach die dritte snipen können und auch abhauen können damit den Immortals. Das wäre nicht so schlimm für ihn gewesen. Wir haben hier den Zerg in Rot mit der 1-0 Führung. Es ist Chibo SCs. Su. Und der spielt gegen den Protoss hier in Blau. Von Ocean Gaming, es ist Zest. Opening-technisch ändert sich nicht viel. Wir sehen Gateway, Probe unterwegs und Hatch First beim Zerg. Also alles wie immer eigentlich. Alles wie in der ersten Map. Und mal sehen, ob Zest dieses Mal einen anderen Opener spielt als die Robo. Gegen den Attack von Su ist die Robo, wie man sieht, auch machbar. Stargate hilft auch. Aus dem Stargate könnte man dann Oracle ready haben, um gegen die Dinger Roaches zu defenden. Problem ist, im Oracle geht irgendwann die Energie aus. Das ist ein kleines Thema, aber dann könnte man Void Ray bauen und damit wieder safe sein. Aber es war ein schöner Attack von Su auf jeden Fall. Und hat damit auch einiges an Schaden gemacht. Mal sehen, ob er die aggressive Tour beibehält oder ob er jetzt hier auf Makro-Game zieht. Wird nur weiter Rest, sofern Zest die Aufmerksamkeit gerade dafür übrig hat. Muss sich natürlich auch zu Hause um alles Richtige kümmern. Zweites Gas wird genommen, es kommt der Nexus, es kommt der Cybernetics Core. Es wird hier an der Natural zugewollt. Und wir haben beim Zerg die dritte Hatch unterwegs. Und der Spawning Pool kommt, Gas wird gesammelt. Und dann wird es erstmal Queens geben für Su. Ich bin eins im Bau. Ich probe. Ja, nervt noch immer ein bisschen, aber Su ist wenig davon beeindruckt. So viel stört ihn sein Mining jetzt nicht. Wie man sieht, das sind minimale Schwankungen hier. Und der Zerg muss ja eh seine Drones verwenden, um Gebäude zu bauen. Aber jetzt mit der zweiten Basis, die schneller ist, hat Su sowieso jetzt das bessere Income. Und dieses Mal gibt es den Stargate Opener zusammen mit dem Adept. Das kennt man, das sieht man sehr häufig so. Die Frage, ob hier Zest auf Phoenix First geht oder Oracle First. Phoenix First wäre, um den Overlord schnell loszuwerden. Und Oracle First natürlich im Versuch noch ein bisschen mehr Schaden mitzunehmen mit dem Oracle, was aber selten passiert. Die meisten Zergs sind inzwischen so gut in der Oracle Defense, dass eigentlich dieses Oracle quasi keinen Damage macht. Das heißt, Phoenix First wäre durchaus auch eine Option.
Auf der anderen Seite könnte man hier auch mehr Phoenix ziehen. Also es könnte ja auch ein zweites Stargate und natürlich dann doppelt Stargate Phoenix gebaut werden. Damit kann man dann den Zerg konstant harassen, kann sehr viel Damage machen und der Zerg kann nicht viel dagegen tun. Es gibt tatsächlich Oracle First hier von Zest, wenn das ein Adept. Ja, schaut sich mit dem Shade die Sache mal an, aber committed nicht, ist ihm nicht so kritisch. Phoenix hier spuckt nochmal mit drauf und die Linge bekommen in 30 Sekunden, glaube ich, etwas Speed. 20 Sekunden. 30 Sekunden, doch, passt sogar. Richtige Einschätzung mit dem Upgrade. Und jetzt kommt ein zweiter Council hinterher. Der Overlord wurde gesniped vom Stalker, der gebaut wurde. Und damit das Oracle 1 ist da. Es wird gerade noch kein weiteres gebaut. Twilight Council wurde erstmal gestellt mit dem nächsten Gas. Und dieses eine Oracle. Es wird nicht viel erreichen. Es zwingt aber den Zeug trotzdem dazu, Spore-Caller zu bauen. Das heißt, das sind schon mal ein paar Drones verwendet. Wie man hier sieht, zwei Stück wurden gerade dafür aufgewendet. Es werden mehr Queens gebaut. Speed-Upgrade wird fertig. Und es gibt noch mehr Drones. Dieses Mal zu kein früher Attack auf Roaches. Sondern dieses Mal Makro, der noch ein bisschen höher. Mal sehen. Vielleicht gibt es auch einen Stasis Ward. Kann sich manchmal auch lohnen, aber hier erstmal das Oracle kriegt schon mal Damage ab. Das ist schon mal nicht gut für Zest. Das Oracle wird hier richtig früh abgefangen und kriegt hier mehr und mehr Schaden ab und hat jetzt hier nur noch 52 Hitpoints übrig. Und die Queens bewachen immer noch schön die Kante. Also das Oracle ist jetzt hier in einer richtig ekligen Position und hat eigentlich bisher überhaupt nichts erreicht. Währenddessen geht Zest auf Charge und 5 weitere Gateways. Er wird hier einen Charge-Attack starten. Die Robo kommt auch mit dazu. Und ja, sammelt er überhaupt noch weiter Gas? Noch sammelt er Gas. Nicht in der Natural, nur in der Main. Die Gateways kommen. 6. Gateway kommt mir dazu. Oh, das wird ein richtig übler Charge-Push. Da kommt eben der Chrono-Boost mit drauf. Wenn das Oracle versucht, nochmal weiter rüber zu kommen, aber wird halt mehr und mehr angespuckt und er verliert so viele Hitpoints. Noch 26. Es hat zwar sehr viel Energie, aber halt sonst nichts. Es hat fast keine Hitpoints mehr. Und Charge wird hier gleich fertig. Da kommt eben das Warp-Prism. Da kommt auch die erste Zealot Warp-In. Die kann man auch einladen und dann loslegen. Es wird aber trotzdem weiter Gas gesammelt in der Main. Also das wird hier nicht der volle Charge All-In, wie es scheint. Außer tatsächlich noch vor die Sentries mit dazu zu holen. Damit kann man es nämlich auch noch spielen. Also man kann es komplett Charge-Only spielen, also Charge-Salad-Only. Und man holt sich noch Salads mit, zu den Salads noch Sentries mit dazu. Und ja, Charge ist da, Warpism ist da. Und dritte Basis hat eine große Angriffsfläche. Also das ist für Charge-Salads ziemlich nice. Bading Nest wird gebaut, ist aber noch nicht fertig. Und der Warpin kommt hier bereits. Und bisher Su weiß nicht ganz, wo die Armee rumsteht. Und er hat jetzt hier den Scout nochmal reingebracht. Der Overlord sieht das und denkt sich jetzt, oh, oh, da ist ein Twilight Council und da sind Salads. Ja, die Salads wollen jetzt hier nach vorne. Währenddessen gibt es einen Observer nochmal mit dazu und die dritte Basis wird schon mal angegangen. Die Queens versuchen zu fighten mit den Dingen zusammen. Warpins ist mit dabei, könnte noch die Salads safen. Neue Salads werden reingebracht, neue Warpin kann kommen. Und die Salads schlagen sich hier durch die Dinge, wollen jetzt hier an die Queens haben, dass sie können, aber hier noch gezündet werden. Die Schussenergie wird hier ja rausgehauen, wenn das ein paar Drones sterben. Der Spore-Caller wird gefokust, damit er das Warp-Prism nicht sniped. Zellets trotzdem müssen sich neu formieren. Der Spore-Caller ist fast tot, hat noch 12 Hitpoints übrig. Zellets pushen weiter ran. Der Adept macht in der zweiten Reihe auch noch Damage. Bisher 4 Drones sind gestorben. Zellets werden nochmal gesaved. Queens versuchen sich hier durchzuschlagen, aber es werden gerade 13 Hydras für zugebaut. Und Zest, er kommt einfach nicht so ganz durch. Jetzt kommen die Sentries mit dazu für Forcefields. Bisschen später, aber sind jetzt mit am Start. 400 Gas noch auf der Bank. Queens gehen jetzt nochmal down. Jesus Energie ist so ziemlich leer. Es ist nichts mehr übrig. Jetzt nochmal Forcefields auf die Hydra und die Queen, die wird isoliert. Dritte Basis ist jetzt isoliert. Und die Salads versuchen ranzuchargen Richtung Drones. Da sind nicht wirklich viele Drones noch an dieser Basis. Es sind 7 Drones gefallen. 40 zu 44 der Worker Count. Aber die Hydra ist jetzt hier, wehren das ganze Ding ab. Es ist zu viel Zerg Army Supply hier. Und Zest muss sich erstmal zurückziehen. Er sammelt gerade mega viele Ressourcen. Wartet er wirklich noch auf den Warpin? Er wartet auf einen weiteren Warpin. 5 Sentries, 3 Salads. Er will es hier wirklich weiterhin wissen. Er macht das hier auf seinen Two-Base. Jetzt kommt tatsächlich nochmal ein weiteres Gas. Aber er hat hier immer noch diese Army und die lebt gefährlich, weil die Hydras bekommen bald ein Speed-Upgrade. Und das sind jetzt auch die ersten Baninge mit dabei und die können auch richtig wehtun. Gerade in Charge-Salads, die chargen in ihr Verderben. Kommt da nochmal ein Warp-In? Da kommt nochmal ein Follow-Up-Warp-In. 4 Adepts mit dazu. Also Zest lässt hier nicht locker. Er hat Army-Supply, denn ist auch eine starke Army. Worker-Supply ist auch nicht wirklich weit hinten. Aber eben, er muss wahnsinnig vorsichtig sein mit dem Fight. Er hat den Observer hier, kann also den Creep rausnehmen. Und die Sentries haben natürlich Force-Energie ohne Ende. Das heißt, die Zerg-Army könnte eventuell in schöne Teile gespalten werden und dann kann man easy den Zerg auseinandernehmen. Neue Pylons kommen, jetzt könnte nochmal ein Warp-In gestartet werden oder Zest belässt es einfach dabei, den Creep hier ein bisschen zu clearen. Neue Salad-Warp-In, ne, neue Adept-Warp-In kommt hauptsächlich und ein paar Salads. Der Observer tatsächlich hilft damit aus. Mehr Creep wird hier vernichtet, Stück für Stück. Und jetzt wurde der Observer einfach gesniped und die Hydras sind mit dabei, da kommt die Force, da die Baninge! Knallen hier den Damage auf die Salads rein. Die Sentries werden auch getroffen. Nochmal ein Baning geht hier von der Seite mit rein. Fossils wird nochmal nachgesetzt. Sind gar nicht schlecht. Problem ist trotzdem, dass noch so viel Zeug übrig. Da kommen noch neue Baninge. Fossil Energie ist nicht mehr viel da. Da kommen nochmal die Safety Fossils, um sich irgendwie zu schützen. Aber Baninge kommt trotzdem ran. Knallen nochmal mit rein. In die Sentries nochmal mehr Slash Damage. Mehr
Sentries werden vernichtet und deshalb war so viel Zerg und Protoss Army. Kommt nochmal selber wie Enforcement, aber jetzt sind die Force-Bits gar nicht mal so hilfreich für den Protoss. Er mittelt sich die Rampe hoch, aber die Sentries haben abgenommen. Da sind es auch nicht mehr viele. Link Reinforcement kommt und die Queens und Hydras versuchen damit wieder weiter zu fighten. Wenn das ein Zest. Er hat überhaupt einen Follow-up-Plan. Es sieht nicht danach aus. Er warpt einfach weiter rein. Er hat jetzt noch ein drittes Gas mit dazu genommen, das auch übersaturiert ist mit einem einzigen Worker. Ist aber nicht so schlimm. Oracle kommt mit dazu für Stasis Wards und Zest einfach. Er macht die Hero-Taktik. Ich gebe einfach nicht nach. Ich push einfach weiter. Und jetzt Damage auf die dritte ein weiteres Mal. Das hat in der ersten Map schon nicht so toll funktioniert. Und ja, Queen sind mit dabei. Banninge kommen trotzdem wieder durch, aber wird nochmal gut abgewehrt. Eine Queen geht down, nochmal eine Queen ist mit dabei. Auch die wird hier fallen. Wird noch zwar nochmal transfused, aber es reicht nicht. Auch die Queen fällt. Trotzdem, die Banninge wurden inzwischen alle gekillt. Das Oracle Laser nochmal drauf. Die Hydras versuchen sich nach hinten zu ziehen. Warten auf weiteres Reinforcement. Hydra Range kommt gleich noch mit dazu. Das Oracle ist jetzt down. Und die Protoss-Einheiten, ja, kriegen jetzt mehr Probleme. Jetzt geht's nochmal an die Jones. 42 zu 46 der Worker-Count. Die Queen spuckt mit rein. Neuer Warping kommt für Zest, aber es kommt einfach nicht ganz genügend. Der Stasis Ward wird ausgelöst von einer Drone, das Warpism wird gesnappt und damit ist die Protoss Army hier auch so ziemlich verloren. Versuchen nochmal so viele Kills wie möglich mitzunehmen. 5 Drones gehen down, fast eine 6. Drone. Am Ende haben wir 42 zu 44 im Worker Count, aber der Zerg klärt das komplette Protoss Army Supply. Wie man hier sieht, der Protoss Graf geht nur noch nach unten, da ist nichts mehr übrig. Das, ja, 4 Supply. 4 Army Supply und das sind die Observer, glaube ich. Ne, es ist ein Stalker. Stalker jetzt hier 3 Salads und wieder neues Warprison. Wieder geht's los. Neuer Observer kommt hinterher. Macht hier wirklich die. Ne, er baut eine Transition. Er macht nicht die Hero-Taktik und versucht es genau mit dem gleichen Push nochmal. Sondern da kommt. Ja, einmal das Templar-Archive und da kommt die Forge. Aber zugewollt ist an der Natural. Das heißt, dritte Basis muss man sich erstmal die Basis aufbrechen. Ein paar Changelinge sind noch unterwegs. Die haben auch nochmal ein Stasis-Ward hier ausgelöst. Und wir haben hier. Nochmal ein Changing, der auf die Suche geht nach einer Protoss-Basis. Und hier unten ist eine dritte. Die wurde aber, glaube ich, nicht gesehen. Nee. Da ist Sutran vorbeigelaufen. Also hier eine bisschen sneaky dritte, weil die erwartet man an dieser Stelle nicht unbedingt. Wenn das ein Assess mit seinen Gateway jetzt wieder unterwegs, aber auch hier halt die Changelinge endlos. Wie viel Overseer hat zu? 2 Stück. Aber er haut alles an Changelingen raus. Ja, und der deine. Ich gehöre zu euch. Oh, doch nicht. Schöne Spielerei. Ja, es kommt plus 1 Attack. Es kommen jetzt Archons für den Protoss und auch Salads mit dazu. Mit dem Templar-Archive. Also Salad Archon haben wir jetzt so ein bisschen. In der Main Base geht es zur Sache mit dem Drop. Linke kommen aber rechtzeitig ran. Und Hydras sollten auch nicht weit weg sein. Und Banninge ebenfalls nicht. Und der dieser Drop macht nicht viel. Aber die dritte Basis für den Protoss kommt. Und Sue weiß noch nicht ganz davon. Zweites Warprism ist hier noch mit unterwegs. Aber bisher gute Defense vom Zerg. Und auf beiden Seiten die Einheiten. Und da kommt erstmal nichts durch von Zest. Er wird da eher nur gejagt. Dritte Basis, die lebt halt auch gefährlich. Weil der Zerg hat hier so eine schöne Angriffsposition. Das ist so eine Breitseite, die man hier verpassen kann. Und auch hier kann man auch von der Seite einfallen. Also ist nicht einfach, die Basis zu defenden für Zest, wenn sie gescoutet wird. Momentan wurde sie noch nicht gescoutet. Das ist das Gute für ihn. Und da kommt der Recoil von den Probes. Ne, von ein paar Probes und den Archons. Und da, okay, jetzt hat Sue das gescoutet, dreht es sofort ab. Ja, er dreht sofort ab Richtung dritte. Die ist näher dran, die ist leichter verwundbar, weil das Warprism hier weiterhin defendet. Und die Zerg-Armee setzt sich in Bewegung. Es sind Archons da, es ist gleich plus 1 noch mit dabei. Aber die Protoss-Armee sieht halt wirklich nicht so eindrucksvoll aus. Weil auch nicht alles am Protoss-Supply auf einer Stelle ist. Man sieht, da kommt noch ein bisschen was angelaufen an Salads und Archon. Aber hier geht schon mal das Engagement los. Die Banninge gehen rein in die Salads. Die Salads nehmen sehr viel Splash-Damage. Die Archons werden gesaved vom Warprism, aber Linge rennen weiter mit ran. Reicht das irgendwo für Zest? Zu versucht sich hier durchzudrücken. Banninge sind jetzt so ziemlich alle weg. Die Linge warten gut von den Archons, die sich zusammengelasert. Und die Salads jetzt hier versuchen an die Hydras ranzukommen. Observer ist auch noch mit dabei. Und seht ihr, Protoss kann das hier eventuell ein bisschen halten. Archons warten nochmal. Ja. Zwei sind noch übrig, waren aber gerade nicht ganz gesaved. Eine ist low, muss eigentlich gesaved werden. Warprism ab dann geht down und damit sterben auch alle Hoffnungen hier für Zest. Die dritte Basis wurde überrannt und ja, Sue hat das erkannt und den Angriff gestartet. Und das ist halt die Position der dritten Basis. Solange sie unentdeckt bleibt, kein Thema. Aber wenn die gescoutet wird, kommt halt Zergs Reinforcement so schnell daran und das Ding ist recht schwer zu defenden, zumal nicht die ganze Protoss-Army hier auch beisammen war. Somit ist das 2:0 hier für Sue. Haben wir wieder ein 3:0 gleich? Ja, das ist halt Matchball. Und wir haben hier den Zerg in Rot mit inzwischen der 2-0-Führung von Chivo SC. Es ist Sue. Der gibt sich nicht zufrieden, bis er Zweiter wird. Das heißt, ins Finale muss er kommen. Auf der anderen Seite, der Protoss hier in Blau. Er hat schon ein paar Sachen versucht, aber bisher hat nichts so recht funktioniert für ihn. Es ist Ocean Gaming's Zest.
So, das heißt wieder mit der Probe unterwegs, mit dem Scout. Währenddessen kommt Hatch First, Hatch Gas Pool Opener gegen Gateway Expansion. Da ist, glaube ich, keine verwundert drüber. Wir hatten jetzt erst einmal mit dem Robo Opener, einmal mit dem Stargate Opener. Kommt jetzt ein Twilight Opener, macht er die Trilogie fertig. Dritte Map, drittes Opening. Oder spielt er einen Opener nochmal. Er könnte natürlich auch wieder ein Stargate bauen, aber diesmal mit Phoenix eröffnen. Wäre eine Option für ihn. Oder alternativ, er könnte mit der Robo öffnen eine Mortal First bauen. Er hat erst mit dem Wobblism First begonnen in der ersten Map. Also es gibt durchaus noch viele Optionen, die Sest hier spielen kann, aber natürlich auch für Sue. Er hat bisher den Roach Link Ravager Push aus 25 Drones ausgepackt. Hat danach auf Link Banning Hydra gewechselt in der zweiten Map. Er könnte selber noch einen Nidus spielen. Er könnte selber auf Mutas gehen. Oder er könnte einfach versuchen, einen defensiven Zelt zu spielen und dann versuchen, auf das zu antworten, was der Protoss baut und einfach sich defensiv halten Richtung Lurker und dann irgendwann auch Brulords oder Ultras. Wobei Ultras gegen Protoss eher selten gesehen werden. Da muss der Protoss schon eine richtig komische Armee dagegen haben, dass die Ultras wirklich nützlich werden. Sondern es werden eher die Brulords natürlich Vipern, könnten dann auch mit dazukommen, wenn wir in Richtung Late Game kommen. Also gerade Brulord Corrupte Late Game gegen eine Protoss Air Army wäre ziemlich sexy, aber dahin müssen wir erstmal kommen. Dazu brauchen beide mehr als drei Basen und einiges an Lock Account und auch so 10-15 Minuten Aufbauzeit, bis man da ankommt. Aber bisher hatten unsere Games nicht diese Länge, dass wir dahin kommen. Jo, wir haben Stargate Opener nochmal für Sest. Einheitentechnisch hat er einen Adapten gebaut und baut einen Stalker. Das heißt, er wird vermutlich wieder mit Oracle First anfangen, weil der Stalker ist hier schon quasi beauftragt, den Overlord zu snipen. Dafür braucht man nicht extra noch einen Phoenix. Außer er hat hier vor, tatsächlich Doppel-Stargate Phoenix zu bauen. Das wäre noch eine Option, aber eben mit dem Stalker hier, denke ich, wird das Oracle werden. Da kommt das Oracle, heißt selber Opener, die Map Nummer 2 erstmal. Und das Follow-Up, mal sehen, was es wird. Es könnte einen Archon-Drop dahinter geben. Den gibt es auch immer noch. Also Twilight Council, Hobo, dann das Templar Archive und dann den 4 High Templar Archon Drop. Und das sind so gerade Supply Block eben von dem gesnipten Overlord. Und Supply Capped auch gerade noch. Also der Overlord natürlich ist ein bisschen ärgerlich, wenn man den verliert, aber man nutzt ihn zum Scouten und er hat den wichtigen Scout gefunden. Sue weiß Bescheid, hat auch gesehen, was da drin gebaut wurde. Da kennt man ein Oracle drin. Vor allem, wenn es eben noch im Bau ist. Da ist eben der Umriss eines Oracles. Das wird auch gechrono-boostet. Und wir haben hier eben das erste unterwegs. Es gibt ein zweites mit dazu. Also diesmal gibt es ein bisschen mehr Lufteinheiten. Und das ist ein Linkspeed ist da für Sue. Sein Creepspread ist bereits begonnen. Und er hat hier Spockhalle im Bau. Queen Count ist momentan bei 4. Und somit sollte er soweit alles defenden können. Die Queens haben ein bisschen Problem zwischen Main und dritte Basis durchzuwechseln. Die Distanz ist ein bisschen länger. Und das Oracle knimmt schon wieder das Damage, ohne dass es überhaupt den Laser angeworfen hat. An der dritten Basis sind noch nicht wirklich Drones. Und bisher sehr, sehr schöne Defense von Sue. Die Oracles kümmern ihn wirklich kaum. Stört ihn gar nicht. Lass den Protoss Oracle spielen, ist mir doch egal. Aber Doppel Oracle lässt sich mehr anstellen, weil damit kann man die Drones besser one-shotten. Ja, Doppel Oracle ist nämlich jetzt hier am Start. Und danach gibt's, ja, es gibt den Archon Drop. Es gibt das Twilight Council, die Robo für Sest. Währenddessen geht zu auf einen Leertag. Hat das Linkspeed aber auch durch. Hier kann es drei tote Drones geben, weil einige Queen fürs Brockholle ist nicht ganz genügend DPS, um den Oracles gefährlich zu werden. Somit ein bisschen Harassment passiert. Endlich mal für Sest. Er kann so ein bisschen im Drohnen stoppen, aber der baut gerade 6 weitere Drones. Also der geht schnell Richtung 60 Drones. Und eben den Leertag mit dazu. Tech-technisch gab es noch kein weiteres Gebäude. Es ist noch alles auf Spawning Pool. Mal sehen. Es könnte Link Banning Hydra werden. Es könnte ein Spire geben. Es könnte auch ein Link Nidus. Es gibt auch ein Link Nidus Bild, aber der ist gar nicht mal so gut. Im Vergleich zu den Nidus Varianten, die Zerg hat. Also ein Roach Nidus ist tatsächlich effektiver als ein Link Nidus. Aber wir sehen hier schon, Leertag ist fertig und es gibt den Hydroden. Sue hat nicht vor, hier erstmal Nidus zu spielen. Vielleicht später, wenn er noch ein bisschen mehr Mobilität braucht für seine Army. Aber wir haben schon richtig sexy Games auch mit Nidus-Würmern gesehen. Die Zergs, wo endlos Nidus-Würmer einfach platzieren. Ja, wir sehen, Baning Nest kommt wieder zu. Also es wurde nicht Link Bane Hydra gespielt gegen Protoss Archon Drop. Wir haben nämlich hier die High Templar im Warpin mit dem Warpism zusammen. Da wird fusioniert. Und danach kann es losgehen mit den Archons. Und Ling Hydra ist nicht die geilste Archon-Defense, weil es sind beides Light-Einheiten, nehmen beides ja auch gut Damage, also tanken beide nicht so viel. Weder Hydras noch Ling ist ein Tanky, das heißt, sie kriegen gut Damage von den Archons ab. Und ja, die Archons können ständig gesaved werden. Allerdings, was man hat mit den Hydras, natürlich die Anti-Air gegen das Warpism. Archon wird low, aber wird gesaved. Die Queens kommen nicht ganz ran ans Warpism, aber es nimmt auch sehr viel Damage. Also das Warpism ist auch ziemlich low.
Und die Oracles währenddessen versuchen, in die Nashville reinzukommen und können da noch ein bisschen rumlasern. Aber Oracles müssen sich jetzt mit Hydras auseinandersetzen und diesen Fight wollen die Oracles auf jeden Fall nicht eingehen. Es gibt ein bisschen mehr Harassment und Sue baut ein paar mehr Einheiten. Wir sind bei 51 Drones momentan. Da kommt das Hydra Range Upgrade. Die Linke sehen jetzt das Warp Prism und das lebt hier echt gefährlich. Eine Hydra wartet auf Kollegen. Die will alleine da noch nicht drauf rennen. Archons haben sich ein bisschen regeneriert mit den Schilden. Und die Linke sind gerade unterwegs über die Karte. Protoss hat eine dritte Basis, baut gerade Triple Probes, baut Immortals, Charge und plus 1. Also das scheint jetzt hier doch am ersten Mal Richtung Makro-Game zu gehen. Aber die Queens, das war ein bisschen, ja, 36 Schilde, 21 Hitpoints, ist halt echt nicht mehr viel. Hydras haben hier Range-Upgrade und Speed wird vermutlich recht bald hinterherkommen. Linke hier sind unterwegs als Runby, schauen mal nach einer vierten Basis von Protoss, werden da aber noch nichts finden. Und jetzt mit dem Banning Warf kann es auch losgehen. Allerdings, Seth sieht das. Er sieht die Linge, er sieht die Banninger mit dem Warp Prism. Er hat die Archons hier, er geht gerade auf Storm. Storm ist eine richtig mächtige Waffe gegen Hydras, Linge und Banninger. 4, 5 Drones sind hier gerade nochmal gestorben an den Oracles. Und der Push soll hier trotzdem kommen von zu. Archons fangen schon mal die erste Runde ab, blocken hier ein bisschen, kauft hier ein bisschen Zeit für den Protoss. Storm ist immer noch nicht ready. Es sind zwei Templer da, aber eben kein Storm da. Ein Overseer geht hier nochmal dann, dafür stirbt auch ein Archon. Und die Banninger kommen jetzt hier ran, wollte ich am liebsten auf die... Ja... weichen Einheiten, die Zealots und die High Templar. High Templar lebt noch, einer der Ark kommt wieder zu, die Immortals sind noch da. Storm ist in 10 Sekunden ready, der Templar wird nochmal gesaved auf den High Ground. Kann da ein Storm kommen, der den Protoss hier gerade alles saved, aber es sieht nicht danach aus. Der Pioneer hier im dritten geht down, der nächste Templar hier unten leidet, wird auch rausgehen, bevor ein Storm setzen kann. Und es ist einfach nicht genügend Protoss und zu viel Zerg. Die Hydras sind auch nicht so zahlreich, aber sie reichen, um hier genügend DPS gegen die Protoss-Einheiten zu machen. Und Zu überläuft hier Zest einfach und macht da auch ein 3:0. Auch ziemlich schnell, muss man sagen. Also Seth hatte hier nicht wirklich eine Chance gegen den Zerg. Und ja, GG an Zu. Protoss vernichtet. Gute Arbeit. Hat da nicht viel anbrennen lassen, Zu.